Hey ho meine Lieben, heute sehe ich wieder ziemlich verwurschtelt aus. Mache ich mir ein schönes Kalbskotelett auf den Severin Steakboard. Ja, das habe ich jetzt, das hat mir ein guter Freund vorbeigebracht. Er hat es nicht mehr in Benutzung gehabt, ein paar Mal bloß verwendet und hat es mir vermacht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das Ding wird in allen Ehren gehalten und findet bei mir natürlich in meiner kleinen, aber feinen Küche, wo wir gleich rübergehen, beste Verwendung. Ja, und da machen wir das Kalbskotelett drauf und noch was ganz was anderes, Leute. Hier steht zwar der Grill-Junkie, aber steht hier irgendwo, das ist ein reiner Grillkanal. Nein, bei mir gibt's alles. Von Kochen, Grillen, Outdoor-Grillen, Küchengrillen mittlerweile, ja, ist leider so. Über Bastelaktionen, über Flipper bauen, in Zukunft auch nicht mehr. Aber bei mir gibt's alles. Komplett gemischt, querfeldein, wie es mir gefällt. Aber jetzt gehen wir rüber. Attacke! So Freunde, hier haben wir dieses wunderschöne Kalbskotelett und vom türkischen Bazarhändler oder wie man es auch immer nennen will, meines Vertrauens, habe ich mir hier so 1, 2, 3 Tipps mitgenommen. Und dazu esse ich meine Käsesemmel von gestern, die habe ich schön in Folie verpackt, dass die gut bleibt. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal hier drum. Hier schneiden wir ein bisschen ein, dass es sich nicht zu sehr wölbt nachher. Und dann wird es bloß tja, ein bisschen Salz drüber. Und das war's auch schon. Und wenn wir es dann essen, kommt dann bloß noch ein bisschen Pfeffer drauf. Tja, und dann, es gibt ja ein schnelles Video heute, geil, drehen wir uns um und gehen zum Steakboard. Tja, und da haben wir das Steakboard von Severin. Finde ich geil, das Gerät. Und jetzt müssen wir erst einmal Vorbereitungen treffen. Und zwar hier unten ein bisschen Wasser einfüllen. Da hinten haben wir eine Maximummarkierung. Der Kollege hat gesagt, er hat es immer ohne Wasser betrieben. Und dass ich auf alle Fälle die Fenster aufmachen soll, wenn ich das Teil hier herin betreibe. Ja, jetzt gucken wir einfach einmal. So. Hat 1, 2 Stufen und ich mache jetzt einmal das Licht aus und dann schauen wir mal, wie schnell das aufheizt. Halt, da muss ich noch drauf, bevor ich mir hier die Flossen verbrenne, weil das Ding hat wirklich Bums. Deswegen heißt es ja auch Steakboard im Gegensatz zu dem anderen Severin Grill, was ja eigentlich als normaler Grill gedacht ist, der bei Weitem nicht die Temperatur bringt. Aber ich weiß nicht, ob man es vorher gesehen hat. Der hat auch 2 so Heizwendel drin. Also richtig, richtig heftig. So, ich hole mir mal meine Grillzange hier rüber. Und ich merke schon, es wird schon warm. Richtig warm. Mann, und das Ganze um 9:30 Uhr in der Nacht. Aber das wird mein erstes Essen heute. Hauptsache die Stromleitung hält es aus. Man sieht man sie im Video. Also hier rum wird schon richtig schön rot glühend. Ich hoffe, dass auch beide Heizwendel gehen.
Oder ist die erste Stufe der innere Heizwendel und die zweite Stufe der äußere? Ich weiß es nicht. Ich glaube, jetzt kommt der andere auch. Oh ja. Ja. Also man kann es gut sehen. Der große Heizwendel glüht einmal volles Programm. Der innere nur ein bisschen. Jetzt warte ich mal noch einen kleinen Augenblick ab, ob der noch weiter aufheizt. Ich glaube, damit kann man jetzt was anfangen. Jetzt mache ich aber gleich sicherheitshalber das Fenster auf. Und wenn es gleich etwas lauter wird, dann weil ich den Dunstabzug anmache. So. Und dann tun wir hier unser Kalbsdeck drauf. Hilfe, wo ist meine Grillzange? Leck mich am Arme. Kommen gleich die Flammen hoch. Ja. Habt ihr das gesehen, die Flames? Machen wir mal wieder etwas dunkler. Das Ding ist ja gemeingefährlich geil. Ich glaube, ich weiß, warum er mir das überlassen hat. Hölle! Boah! Jetzt ist Maria und Josef. Also hier drin ist dicker Smog angesagt. Boah. Ich schalte jetzt mal auf Stufe 1 zurück. So, jetzt hat er sich gut runtergeregelt wieder. Jetzt lassen wir es noch kurz ziehen. Boah. Hölle, 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 jetzt ist ein Nebel hier. Geil. Boah. Was aber definitiv nicht so geil ist, ist der Rauch hier in der Bude. Boah. Also mehr Grillen, geht indoor mit Sicherheit nicht. Ich hätte vielleicht da hinten die Tür zumachen sollen. Oh, Mann. Naja. Okay. Steak noch ganz kurz ruhen lassen. So, Freunde. Dann schneide ich mir hier jetzt kurz was von meiner Käsesemmel runter.
natürlich noch ein bisschen was für später. Ja, da haben wir unser Steak liegen. Unser Kalbskotelett. Tja. Boah. Leck mich am Arsch, jetzt ist auch noch der Feuermelder angegangen. So. Also ob es das mit dem Steakboard hier herin eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Das nächste Mal stelle ich den da drüben direkt unter das Fenster. So, bisschen Steakpfeffer noch drüber. Tja, sieht gut aus. Ab in den Hals. Also das weiß ich echt nicht, ob das eine gute Idee ist, das Ding hier herin zu betreiben. Richtig geil. Richtig geil. Also das nächste Mal räume ich die Fensterbank komplett ab. Das ist ja so ein schönes Kippfenster und mache das direkt am Kippfenster. Da ist da zwar das Licht nicht ganz so gut, aber ja, wegen dem Rauch hier drin ist das mit Sicherheit eine sinnvolle Entscheidung. Und den Dip, den löffel ich jetzt einfach dazu. Richtig, richtig geil. Ja, Leute. Und wenn das kein Grillvideo war, dann weiß ich auch nicht. Das war mal ein richtiges Indoor-Grillvideo. Mit Rauch allen drum und dran, Flames allen. In der Wohnung den das Steakboard von Severin zu betreiben, keine so gute Idee. Auf dem Balkon mit Sicherheit richtig geil und meine Haare sehen richtig kacke heute aus, ich weiß, aber ich denke, das nächste Mal, wenn ich das Ding am Fenster betreibe, ich besorge mir auch noch einen Standventilator, wo dann den Rauch direkt hinausbläst. Ja, und dann kann ich das Ding nämlich hier betreiben. Man muss Erfahrungswerte sammeln, Leute. Ja, anders geht's nicht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Danke für euer Verständnis. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Auch die Dip-Geschichte ist geil.